Das Archäologische Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern soll in Rostock entstehen. Das haben CDU und SPD im Landtag beschlossen. Aus dem ehemaligen Schifffahrtsmuseum im Stadtzentrum soll laut ersten Plänen die neue Kulturstätte werden. 20 Millionen Euro will das Land investieren, um hier die Schätze der Ur- und Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns zu zeigen. Das Schifffahrtsmuseum ist seit Jahren sanierungsbedürftig. Das ist ein Sechser mit Zusatzzahl. Aber wir wissen auch, dass das eine gemeinsame Aufgabe sein wird des Landes und der Hansestadt Rostock. Und wir haben uns, glaube ich, viel vorzunehmen, um dieses Archäologische Landesmuseum zu einem Anziehungspunkt weit über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus zu gestalten. Neben Rostock hatten sich 7 Städte um das Museum beworben. Die Hansestadt punktet vor allem mit 2 Dingen. Sie verfügt über einen universitären Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte, aber als größte Stadt des Landes über zu wenig Landeseinrichtungen. 20 Jahre lang hatten Politik und Historiker um einen geeigneten Standort gerungen.